traust du dir zu gegen den? Aber warum sollte ich so ein süßes Wesen verprügeln? Oh, auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Na, wie geht's dir? Oh, wie süß. Oh, wie süß. Oh, oh. Ich dachte, das ist ein Böser. Ich dachte, das ist ein Böser. Entschuldigung. Entschuldigung. Was hat die Digi-Welt nur mit dir angestellt? Weißt du, deine komplette Unschuld ist dahin. Entschuldigung. Das ist ein Feuerball. Ich dachte. Ach, komm schon. Okay. So. Aber du bist halt nicht böse, ne? Die Lava ist erstarrt. Ach, leck mich doch. Irgendwann denke ich, oh, ist der lieb, weißt du, und dann wieder kämpfen. Ja, ja. Der da zum Beispiel. Ist dir doch heiß? Einige Digimon werden vor lauter Hitze krank. Ja, das kann passieren. Oh. Aber ich bin, gut, wir haben ein Feuer-Digimon. Ja, also ich glaube, dem kann es nicht heiß genug sein. Deswegen hat er auch uns als Tamer. Verständlich. Hallo, kennst du Digimon-Karten? Ich sammle Meramon-Karten. Wenn du mir eine bringst, zahle ich dir 1500 Bitty. Ich dachte, das war erst in 2003 das mit dem Kartenspiel. Ja, aber es gibt diese ganz komischen Karten da, die da. Ah, so Sammelkarten quasi nur. Ich fand's auch besser, als wir noch in 2003 damit spielen kann. Das fand ich besser. Das war richtig geil. Das war der Hammer. Sü-Abwehr. Eclipse zurück, das war super. Und ja, das war total broken. Wenn du bei 2003 kein Wasserdeck gespielt hast, warst du direkt vorbei. Also, das stimmt. Ja, da hattest du keine Chance. Das ist leider. Da gab es so eine Zauberkarte, die hieß irgendwie sowas wie, das war irgend so ein Wasserfall, keine Ahnung. Das war, mach alle Digimon auf dem Feld, die nicht von Typ Wasser sind, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Und natürlich, du hattest Wasser-Pokémon, der Gegner nicht. Scheiße. Das war wirklich sehr, sehr broken, ey. So, wir kommen immer wieder hin zurück. Das heißt, wahrscheinlich ist das hier fertig dementsprechend. Wir kommen nochmal irgendwann zurück, um zu gucken, ob der Tunnel fertig ist. Aber jetzt erstmal schauen wir, was der liebe Meramon zu Hause eigentlich macht. Der ist jetzt ja dementsprechend... Boah, wahrscheinlich zu Hause in der Stadt. Black Wolf, welcome! Vielen Dank für die 20 Bitties, dankeschön! Danke schön, ey! Mit dir gemeinsam haben wir jetzt sage und schreibe. Warte, ich guck nach. Ich guck nach. Wir haben jetzt 7100 Bit. Vielen lieben Dank für deine 20 Bitties, dankeschön. Ich find's total geil. Das hat einfach dieselbe Währung wie die Bits hier auf Twitch. Das ist total genial. Oh, voll geil. Darf ich einen Tipp geben? Nur wenn es gerade hier was zu tun hat mit der Lava-Höhle hier. Nur dann. Dankeschön. Du sagst uns nicht, wie lange das noch dauert, ne? Bald ist er offen? Nee. Dann machen wir zuerst was anderes, das ist kein Problem. Aber ich nehme an, diese Erschütterung, die Meramon gemacht hat, hat irgendwas freigelegt. Eventuell können wir jetzt zum Plateau gehen. Wenn ja, dann weiß ich, wo es hingeht. Im zweiten Abschnitt der Lava-Höhle kann man nach rechts gehen für Loot. War ich da nicht gewesen? Im zweiten Abschnitt, also da, wo man Meramon bekämpft hat, oder was? Wäre cool, also für mehr Loot will ich immer zu haben, keine Frage. Mehr Loot ist immer gut. Du warst links, okay. Dann gehe ich mal nach rechts. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, weil da habe ich nämlich auch nur Wand gesehen. Ja, ist so irgendwie, also... Du meinst hier, oder? Oh, nee. Oh, nee, ne? Nein! Alter! Bei der Wand kann man durch? Bei welcher Wand? Hier, rechts, geh mal ganz nach rechts, geh mal oben rechts jetzt. Willst du mich veräppeln? Alter, dankeschön! Dankeschön! Alter! Nico. What the fuck? Was? Ich muss kurz einen Digipilz verwerten. Oh, bitte nicht noch mehr stopfen, ich muss schon auf Toilette. Ich weiß. Oh, bitte, Tamer. Aber ich will's mitnehmen. Hoffentlich ist da oben nicht noch was Neues drin. Oh, zu. Ein Kraftschip, den kann man stapeln. Hab ich ein Glück. Oh Gott, nee. Nein. Hey, gibt's denn bald eine Toilette? Sonst leg ich bald so ein Häufchen, was aussieht wie die Digimon, die herumfliegen. Du hast sie erzürnt. Du hast sie erzürnt. Der hält ja gar nichts aus. Oh nein! Entzündliches Gas in der Lava-Höhle! Entzündliches Gas!
nee, Alter. Boah, das ist ja wirklich ein abgeschlossenes System. Ja. Die armen Drimogemons. Wenn wir wiederkommen, die liegen alle mit dem Bauch nach oben. Alter. Argus Filch kommt immer näher. Ja. Das ist unfassbar, ey. Da hast du kaum Zeit zu reagieren, ey. Also irgendwann gibt es Toiletten, die man mitnehmen kann. Richtig, genau. Auf den Moment warte ich. Die verbrauchen aber auch Platz im Inventar. Das ist halt. Wir haben eh schon super wenig Platz im Inventar. Ja, aber weil wir enorm viel Kacke mitnehmen. Das nee, ist schon wieso? Wahr. Wieso? Also wir brauchen zum Beispiel die ganzen Schutzkraftdisk und so weiter. Die haben wir alle hier gefunden. Ja, Moment, warte mal. SU-Abwehr erhöht. SÜ-Abwehr erhöht Abwehr im Kampf. Verhindert. Gesundheit. Verhindert Zustandsverschlimmerung im Kampf. Die kenne ich alle gar nicht. Cool. Interessant. Anscheinend sind die ganzen lilanen Items für in dem Kampf oder alle blauen für außerhalb vom Kampf. Die Camping-WC in Digimon. Ja, genau, Nico, Alter. Da freue ich mich drauf, ey, auf die portablen Potties. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Alter, wie kann es sein, dass du jetzt wieder was essen möchtest? Ich hab nichts mehr, Tyranno. Das ist das Einzige, was wir haben. Versprochen. Na, ah, der hat immer noch Hunger, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, ey. Ich hab gesehen, du hast eben was geredet von Chat. Hat dieser Chat noch was zu essen? Komm schon, Tamer. Oh nein. Heute werden wir noch graben, morgen werden wir noch graben. Wir werden immer graben, alles klar. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir jetzt hier weitermachen können oder ob wir bei Colemon jetzt quasi weitermachen müssen. Entweder bei Colemon oder dieses Erdbeben hat diesen Mount Panorama freigeschaltet. Oh, das wäre auch geil. Wobei ich glaube, sein. Der unterirdische Tunnel, der jetzt freigelegt wurde durch die Magma, ich glaube, der führt zu Mount Panorama. Oh. Aber ich bin null sicher. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Wir werden es erkunden und wir werden schauen, was dabei herumkommt. Wir werden erstmal zurückgehen und so ein bisschen gucken, was Meramon jetzt macht. Ja! Vielleicht sagt Chichimon noch irgendwas zu uns. Ey, erstmal zurück wieder in die Base. Zurück wieder in die Base, let's go. Absolut, wir haben Hunger, wir sind ausgezehrt. Mana ist leer, erstmal schöner Reset. Ist so, Alter. Tschüss, aber das war richtig geil. Das war richtig cool, einfach hier im Drilltunnel. Fand ich richtig gut. Ist so. Wir haben Meramon besiegt und das hat... Fussel? Ja, ich weiß nicht, was hier los ist. Ich muss auch die ganze Zeit niesen einfach. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Soll ich den Ventilator ausstellen? Nein, ich glaube, daran hängt es nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass es daran hängt. Mount Panorama! Sehr gut! Richtig geil! Bam, Alter. Sehr, sehr gut gemacht. Beim letzten Erdbeben von Meramon sind Sand und Erde verschwunden. Die sind einfach weg. Kannst du mal einen Fuß reinsetzen? Nein, ich will... Nee, okay. Unser Digimon hat null Mana, ja, Alter, gefühlt. Ja, du hast recht. Ja, ist ja gut, Stimme der Vernunft. Das Teufelchen sagt, geh doch mal rein. Ich will ja auch wissen, was da drin ist. Man nennt ihn auch Niesen. Nico Niesen. Wow, Alter. Alter, hätte ich nichts gegen. So, ein Digipilzchen. Du hast gerade einen Pilz aufgenommen, oder? Hab ich ganz vergessen, ja, Entschuldigung. Ey, ich hab mega Knast. Wirklich? Hier, komm. Danke. Ja, das wird wohl meinen Hunger gestillt haben. Ja, so ein kleiner Pilz. Ist ja gut. Ist ja, oh Mann. Oh je. Ich weiß legit nicht, was passiert, wenn wir unser Digimon nicht füttern. Ich weiß legit nicht, was passiert. Ich glaube, Dr. Filch kommt dann wieder vorbei. Also ist es dann wirklich ein Filch? Ist das ein Fehler? Boah, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach nichts macht. Boah, ein Restaurant! Perfekt, genau. Stimmt. Oh mein Gott! Willkommen, ey, bei fucking Meramon, Alter. Oh, es wird krank und kann sterben. Oh. Ah. Nico Niesen. Alter, Leute. Willkommen in meinem Lokal. Juhu. Ich hab mich entschlossen, dieses Restaurant hier zu leiten. Schön, oder? Ja, der Andrang ist berauschend. Ja, ist so. Also, koste so viel, wie du magst von meinem feurigen Essen. Es kostet auch viel, so viel, wie ich mag. Wahrscheinlich. Also, ganz kurz. Für 500 Bits kann man... Hüftsteak nachkaufen. Ja. Das heißt, das hier, das Nudeln ist mit 400 dementsprechend, ist billiger.
Das ist wahr. Oh, du lässt dich das Nudelnest schmecken, ey. Let's go. Angriff ist um 1 gestiegen. Was? Was? Glück ist gestiegen, Müdigkeit ist gesunken. Was? Kommt bald Bonus. Wer kommt sowas von Bonus, Alter? Das kannst du glauben. Ja, ich hoffe, der hat immer noch Hunger. Der hat immer noch Hunger. Hey, krieg ich wieder von dem das Nudelnest? War ja super. Oh, let's go, Alter. Auch geil. Krieg ich auch mal das andere? Nee, wir haben kein Geld für was anderes. Oh, schade. Obwohl Black Wolf eben kam und 20 Spinnies gespendet hat. Wir haben nicht genug. Wir Black haben Wolf! Nicht, das ist einfach, das kostet 600. Das kostet einfach 600. Alter. Ja, das Futter bei Mira hat ein paar Extras. Ist ja voll genial. Ja, ist voll stark. Das ist richtig gut. Und sagt Gigimon jetzt noch was anderes? Wir schauen mal. Wir haben hier jetzt unseren vierten Mitbewohner. Die Stadt wird langsam richtig erwachsen. Ist so. Wir haben sogar ein Restaurant. Black Wolf, einfach mit 20 Sprittis. Dankeschön für den Dank, ey. Dankeschön. Alter. Jetzt haben wir wahrscheinlich genug, ey. Dankeschön. Das wäre so cool, wenn die Biddies wirklich ein Spiel übertragen werden würden und dann direkt einfach so diesen Kontostand da auffüllen. Das wäre total witzig, ey. Danke, Black Wolf. Meramon war da und meinte, es sei der Herr des Feuers. Es brennt vor Eifer. Sehr gut. Die Stadt gedeiht. Ihr Wohlstand erreicht 5. Sie sieht schon ganz anders aus als früher. Das wage ich jetzt zu bezweifeln, aber jeder macht seins. Jeder macht seins. Olowayne, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank, ey, fürs Dabeisein. Morgen wird auch wieder anstrengend. Viel Spaß euch noch und gute Nacht. Die Woche hat zwar wieder angefangen, aber der Montag ist schon geschafft, ey. Mach's gut, Olowayne. Vielen, vielen Dank fürs lange dabei sein und für natürlich die Namensgebung des Digimon. Vielen, vielen Dank dafür. Oh, kannst du es noch schnell ansprechen? Haben wir das Essen schon abgeholt? Okay, nee, also... Hätte ja sein können. Wir wollen ja kein Essen verschwenden hier. Ey, das Essen ist schon fertig. Guck mal hier. Laut der Liste hast du schon für heute. Ja, schon, aber gleich ist der gelbe Punkt auf der 12. Was meinst du denn? Was willst du damit? Hier sind heute 3 Portionen Hüftsteak. Also Tyrannomon, wenn du sehr lange schlafen möchtest, dann so 24 Stunden dementsprechend hätte ich nichts dagegen. Ja, ist so, einfach immer weiter Fleisch. Ey, ich find's so geil. Wir haben ja auch schon diverse Survival Games gespielt, wie jetzt fällt mir der Name von dem einen nicht mehr ein. Project Castaway? Ja, Project Castaway. Und dort hat ja auch die Nahrung ein Haltbarkeitsdatum. Richtig. Ich bin so froh, dass die Hüftsteaks bei Digimon nicht verderben. Stimmt, das ist richtig. Das wäre das Schlimmste, das es geben könnte. Man muss aber auch sagen, ich meine, man isst es ja wahrscheinlich eh in den nächsten 3 Tagen. Locker, oder? Im aktuellen Spielstand ja. Ich weiß nicht, wie das ist, Endgame. Ob du dann einfach die Taschen voller Gold hast und eh nur noch bei Meramon Snacks. Ah, das ist auch wieder wahr. Boah, ich hab keine Ahnung, Mann. Auch wieder wahr, ey. Stimmt, wir müssen dem unbedingt Mana-Training geben. Der hat permanent zu wenig Mana. Stimmt, der hat viel zu wenig Mana. Stimmt. Und fressen muss er auch noch. Fressen muss er auch noch, ey. Ich hab so Hunger. Tamer. Ich hab Lust auf mehr. Also wenn du Hunger hast, ne? Wenn du Hunger hast und müde bist, dann wüsste ich was. Die wundervollen Raben von Meramon. Oh, was gäbe ich jetzt für ein Stückchen Nudelnest? Ja, ich bin so glücklich. Wenn du dich anstrengst und gleich müde wirst, dann essen wir Nudeln. Versprochen. Hey, Trainer. Ja? Willst du es mal nochmal probieren? Was? Es gibt doch diesen extra Roll mit dem Glücksspiel. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist so gut. Black Wolf, hast du mal auf deinem, ich will nicht sagen Ding. Warte kurz. Hast du mal auf deinem Emulator da, also auf deinem, ich will nicht sagen Gerät. Hast du mal auf deinem Gerät versucht, das Spiel zu spielen, das Digimon World, oder noch keine Zeit gehabt oder noch keine Lust gehabt?
20. Was, was? Vielen, vielen Dank auch, Blackfall, für die 20 Biddies. Dankeschön. Und hallo und herzlich willkommen. 12 Raider von Jokta. Dankeschön. Hallo. Dankeschön, Jokta, ey. Dankeschön. Was gab es heute bei dir, Nio? Was gab es heute? Alter, subscribe am T1. Du bist so ein... Oh, dankeschön. Im 37. Monat. Vielen, vielen Dank, Jokta. Vielen, vielen Dank. Ja, Jokta, dankeschön. Ey, das ist krank, ey. Das ist so unfassbar krank. Dankeschön. Ihr habt mit Schwertern rumgespielt. Haben wir schon gesehen. Das Spiel sah echt cool aus, tatsächlich. Wir trainieren ja gerade einen Digimon und haben festgestellt, dass unser Tyrannomon absolut keine MP hat. Wenn der ein paar Mal so eine Feuerarte macht, dann geht dem die Puste aus und der ist für den Rest des Kampfes praktisch useless. Deswegen machen wir gerade ein bisschen MP-Training, damit er ein bisschen durchhält. Komm, 1500, dann ist okay. Oder brauchst du was? Natürlich. Hunger und? Nur Hunger, alles klar. Wir gehen zu Meremon essen. Wir gehen zu Meremons Restaurant. Blackwolf, noch nicht geschafft. Ich versuch's mal auf Mittwoch. Habt ihr schon das Video gezeigt? Noch nicht, nee. Was denn für ein Video? Ach so, war das veröffentlicht? Das wäre nur für uns. Hat Brezel gesponsert. Oh, Njokta, das ist so schön, ey. Das ist so schön. Also es scheint euch beiden auch gut Spaß gemacht zu haben. Finde ich sehr schön, ey. Nochmal hallo an alle Raider von Njokta, ey. Musste auch dazu schreiben dann, Blackwolf. Hätten wir gerade heute zeiten können bei den Dodo Community News. Okay. Lass mal sehen hier. Lass mal sehen. Also, was möchtest du bestellen? Ich würde sagen... Wir hauen mal auf den Putz und sagen Curryhuhn! Ich hoffe, das nützt was. Ollo, lässt sich das Curryhuhn schmecken? Angriff ist um 3 gestiegen, Intelligenz ist um 2 gestiegen. Glück ist gestiegen, Müdigkeit ist gesunken. Kommt bald Bonus und... Er hat immer noch Hunger, das gibt's nicht, was? Bitte, was? Was? Wieso hat er immer noch Hunger? Okay, also hungertechnisch scheint es gar nicht mehr so viel zu steigern, also vom Sattheitsgefühl. Aber es kostet 3-mal so viel ungefähr. Aber es macht auch 3-mal so viel quasi. Ja schon, aber irgendwie so, ich meine, Angriff plus 5 ist eigentlich recht wenig. Es ist nicht mehr so viel. Es ist irgendwie nicht so der Knüller. Also man nimmt es natürlich mit, gerne, wenn man Geld zu viel hat. Oder wenn man, wie hier Blackwolf, einen Essenssponsor hat. Vielen, vielen Dank, Blackwolf, für 20 Bödi. Blackwolf, dankeschön. Dankeschön. Blackwolf, wir können es auch machen für nächste Woche Montag, die Community News. Das wäre auch vollkommen drin. Da sind wir eh gerade drin, da können wir das gerade zeigen. Das wäre voll okay. Ja, auf jeden Fall. Immer froh für Community News Content. Ist so. So, noch einmal das hier mitnehmen. Hab ich verstanden, was du da gerade gesagt hast? Ja, ganz bestimmt habe ich das verstanden. Okay, wie sind deine Stats? Bist du bereit für irgendwas? Naja, ich habe so 1500 Mana, das reicht wahrscheinlich für anderthalb Kämpfe. Mein IQ liegt mittlerweile bei 215, das heißt, ich weiß, dass du Essen in der Tasche hast. Und mein Angriff ist jetzt auch relativ gut. Aber das sind wirklich nur die Hälfte der Werte, die wir brauchen für die Ultra-Entwicklung. Ja, das sind wirklich nur die Hälfte der Werte. Das ist einfach furchtbar.